Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans auf meinem Kanal mit mir, dem Thorsten. Und ich muss sagen, die Folge von gestern, ich fand sie selber sehr, sehr mau, weil ich habe sie ja gemacht und ich habe sie dann hochgeladen, habe dann selber gedacht, Toto, das kannst du eigentlich nicht bringen. Das ist irgendwie, die Musik ist im ersten Teil viel zu laut, weil ich mal ganz anders aufgenommen habe. Und danach, das war auch nicht so dolle mit den Farben. Es war nicht gekrampft, aber ich habe selber gemerkt, dass ich diese Folge von mir selber nicht gut finde. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, denn so ein bisschen selbstkritisch gegenüber sich selber zu sein, ist, glaube ich, manchmal nicht schlecht. Und es ist ja auch, das ganze Leben ist ja auch nicht wirklich immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber Friede, Freude, Eierkuchen ist hier in jedem Fall, dass ich ein neues Rathaus 9 habe. Ja, ich habe ein neues Rathaus 9. Ich hätte fast den Chefkoch vergessen. Und deswegen bin ich heute mal auf dem Account. Also wirklich taufrischer Rathaus 9. Ich habe noch nichts gemacht hier an dem Account hier. Und denn, das kommt auch noch dazu, ich bin im Moment, das habt ihr im Titel gelesen, fürchterlich busy. Also busy heißt, ich bin wirklich, ich habe Arbeit bis unters Dach, komme, fahre morgens ganz, ganz früh weg, komme dann abends echt mal spät wieder zur Zeit und zwischendurch schaffe ich einfach mal nichts. Ist einfach mal so, kommt auch mal vor und obwohl meine Personalgespräche noch gar nicht waren, die sind nämlich jetzt erst, habe ich trotzdem so einen Sack voll Arbeit, denn nach den Personalgesprächen habe ich noch mehr Arbeit, weil es gibt ja neue Ziele im Leben, also im Berufsleben und die verfolge ich natürlich, dass ich sie zumindest erreiche. In der Regel ist das auch so. Man muss natürlich so ein bisschen an sich arbeiten. Man muss immer ein bisschen an den Projekten beibleiben, an den Kunden beibleiben, also jetzt in meinem Fall. Und ich glaube aber, dass ich da immer den guten Mittelweg finde. Den finde ich aber jetzt hier endlich mal auch beim Chefkoch. Also der Chefkoch macht natürlich die Clanspiele mit, aber ich will eigentlich heute nur das, was ihr als frischer Rathaus 9 sicherlich auch haben wollt. Ich will eigentlich nur ein einziges Ding aus dem Shop haben. Ein einziges Teil. Also wir gehen shoppen und wir holen uns auch erstmal nur ein Teil raus hier. Und es ist nicht die Dekoration hier, nein. Nicht die Dekoration. Es ist die Army, es ist die Queen hier. Jeder möchte die Queen haben. Jeder, der Rathaus 9 wird, möchte die Princess hier haben. Und deswegen, die hauen wir als erstes raus hier. Auf Level 1. Ich habe echt schon lange keine Queen auf Level 1 mehr gespielt. Gesehen schon, aber nicht gespielt. Und die kostet jetzt auch schon wieder richtig Asche auf Level 2. Ihr seht das, habe ich alles gar nicht. Aber egal, ich muss mit dieser Queen hier jetzt leben. Und deswegen gehen wir auch sofort, denke ich mal, ins Geschehen rein. Oder, ich muss noch ein paar Truppen haben. Da geben wir uns einmal Boden, glaube ich, Bodengift. Das können wir ja so mitnehmen. Und alles Weitere mache ich dann ohne euch. Beziehungsweise, ihr habt jetzt schon von mir so ein paar Aufbaufolgen gesehen. So, was mache ich als erstes, was mache ich als letztes. Das wird sich sicherlich hier ergeben. Vielen lieben Dank, Blue, für die Riesen. Und deswegen hauen wir trotzdem mal einen Sack, dass wir die Armee hier fertig kriegen. Ich muss so ein paar Golems benutzen. Ich habe ein Clanspiel angenommen. Ja, und ich kriege gleich im ersten Klick hier einen Rathaus 9er. Das ist, ich finde das in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Glück habt wie ich, aber ich denke auch mal. Und mal sehen, 1er Queen. 1er Queen sieht schon nett aus. Sieht schick aus, ich mag das. Und der Kollege hier hat zwar ein etwas stärkeres Rathaus 9, aber das ist ausgebrannt, das ist verschossen. Also gehen wir hier jetzt erstmal mit den Golems vorweg. Die sind klar, die sind ungelevelt, die kommen jetzt gerade so von Rathaus 8 und jetzt muss ich da mit den Mauerbrechern rein. Jo, ist mir auch gelungen. Dann nehmen wir hier einmal den Wut rein, nehmen den King hier rein und dahinter unsere 1er Queen. Hurra! Unsere 1er Queen, mal sehen, wie die hier rockt. Ihr seht, ich habe noch aus dem Schweine-Weiter-Reiter-Event ein paar Schweinis dabei. Die nehme ich hier jetzt auch ganz, ganz geschwind. Meine Queen, oh mein Wonder Queen, ja, Wonder Queen hier nimmt sich gleich das Rathaus perfekt, kann man nicht anders sagen. Also das ist schon mal, jetzt habe ich es schon mal lieb gewonnen, muss ich mal so sagen. Und die ist immer noch dabei, oder? Ah nee, die ist schon weg. Okay, jetzt ist sie weg. Jetzt habe ich hier allerdings, wo sind meine ganzen Hoggies? Ach, da sind meine ganzen Hogs. Okay, da sind meine ganzen Hogs. Hier muss ich einmal den gegnerischen King
ein wenig einmulen. Und ihr seht das, ich habe auch noch nicht ganz, oder ich habe überhaupt nicht volle Lager, denn auch da bin ich in den letzten Tagen nicht wirklich zu gekommen, mir die Lager vollzufahren mit dem Account hier. Ist halt so und deswegen versuche ich jetzt so ein bisschen das Beste daraus zu machen. Ich wusste ja, dass er auf Rathaus 9 geht, ich habe mir selber angestoßen, aber ich habe es auch ein bisschen verpeilt, wann er denn ausläuft, denn der ist heute Morgen ausgelaufen, als ich in die Firma gefahren bin. Da gab es noch das Buch aus dem Schweinereiter-Event, da ich es mir aber gestern Abend schon abholen musste, weil ich genau wusste, ich schaffe das zeitlich einfach nicht, habe ich es halt verkauft, sonst hätte ich natürlich jetzt die Queen mit einem Buch hier hoch peppeln können oder auch ja mit den Medaillen, aber den haben wir ganz gut gemacht. Der King ist gut unterwegs, Schweinereiter sind dabei, also alles tut die hier, wir fahren ganz gut und auch das Dunkle kommt ganz gut rein. Die nächsten Sachen sind sicherlich die Sachen, die ich als Rathaus 9 oder frisch Rathaus 9 immer mache. 220 Truppen, das ist ein Must-Have, finde ich. Es ist kein Nice-to-Have, sondern 220 Truppen, das hilft wirklich. Das sind nochmal 20 Truppenplätze mehr. Das sind 4 Hogs, 4 Riesen, ein Päcker, ein Riese oder auch ein Lava-Hund. Also auch da muss ich reichlich machen. Oh, ich habe hier die Challenge schon gewonnen. Das ist mein allererstes Clanspiel heute hier. Leute, mit irgendeinem Account, mit dem ich hier spiele. Und ja, super, super. Okay, Rathaus 12 muss ich mich jetzt nicht wirklich ranwagen. Nachtdorf habe ich keinen Bock drauf. Was ist das hier? 4 Barbarian King Altars im Multiplayer Battle in einer Stunde. 4 Stück. Das ist eigentlich schaffbar, ne? Für 500 ist das schon nicht übel. Was müssen wir hier machen? Ein paar X-Bogen in einer Stunde. Alles in einer Stunde. Das packe ich ja niemals in dieser Folge hier. Das sind die Visus Battles. Das ist halt Nachtdorf. Also die Clanspiele sind schon wieder ein bisschen gemischt. Den Adler lasse ich mal davor. Aber auch als Rathaus 9er könnt ihr solche Challenges machen. Denn es gibt ja genügend gerushte Rathaus 11er, wo du sagst, na komm, zwei Adler, die finde ich irgendwo in 8 Stunden. Kein Thema, aber ich denke mal, wir nehmen doch die 5 Altare hier. Oder die 4 Altare. Die sollten in jedem Fall drin sein. Und naja, ich baue mal fix ein bisschen. Ich baue das mal einfach nach hier. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Dunkles dafür verballer. Allerdings meine andere Armee, die 14 Hogs, die nehme ich mal jetzt nicht, die nehme ich mal raus hier. Und wir nehmen ein Go Vibe, auch immer eine gern genannte Frage bei mir. Toto, mit was farmst du Dunkles? Ihr seht das, mit was ich hier Dunkles farme? Mit Elex-Truppen. Ja, okay, ich habe die Golems jetzt dabei, aber irgendwas muss ja jetzt tanken und meine schwachen Riesen brauchen das nicht machen. Aber ich glaube, ich überlege mir jetzt mal doch, was ich so ein bisschen gerade mal hochballer, was man ganz gut gebrauchen kann. Als Rathaus 9er, ich habe hier auch im Shop ein paar Marken. Ich habe 443 Marken, da lässt sich sicherlich irgendwas mitmachen. Lass mich mal kurz in mich gehen und dann muss ich euch das kurz mal cutten, meine Gedankengänge. Wow, und die Gegner haben so viel Lot für mich, aber ich habe eben auf einmal wieder Scheiße erzählt. Auch das kommt immer mal wieder vor. Ich habe nämlich eben gesagt, ich kann Lava-Hund mitnehmen mit den plus 20 Truppen. Natürlich kann ich keinen Lava-Hund mitnehmen, weil ich nur 20 Truppen mehr bekomme, sondern das war schon so ein kleiner Bezug auf die Clanburg, denn die will ich in jedem Fall auf 30 Truppen haben. Dann geht natürlich der Lava-Hund rein, aber der geht hier ganz, ganz sicher und ihr seht, was ich am Start habe. Ein Queenwalk. Queenwalk Level 1. Ja, das ist jetzt mal richtig krass. Queenwalk Level 1 war, glaube ich, in der letzten Woche mal so eine Frage. Toto, ab wann kann man Queenwalk machen? Jo, da, ja, ich mache ihn ab Level 1. Also früh übt sich. Und allerdings ist so eine 1er Queen, die kann nicht wirklich viel ab. Ich habe die Fähigkeit ja noch nicht. Das heißt, sie hat noch keine Selbstheilung. Und deswegen muss ich hier so ein, ich muss so ein bisschen, denke ich mal, wenn es ein bisschen zu viel Beschuss wird, einfach mit den Wutzaubern hier arbeiten, aber ich habe hier, was habe ich hier drin? Ich habe wieder Riesen bekommen, okay, das ist cool. Die Queen lassen wir eben mal laufen. Jetzt müsste ich aber mal, ich nehme jetzt mal die Heiler in Wut, dass die Queen hier, ja, die Queen ist auch noch in Wut. Sie geht jetzt nach da. Die kann immer noch umdrehen. Leute, vertraut der Tussi hier nicht. Sie kann immer noch umdrehen. Plötzlich kriegt die irgendwie einen ganz anderen Gedanken und denkt sich, oh, schöne Sachen gibt es auf dem anderen Weg. Aber ich glaube, sie geht jetzt, na, ich meine, wenn sie jetzt noch dahin geht, okay, sie geht jetzt noch dahin, dann kann ich hier jetzt meine beiden Golems setzen und nehme natürlich die Clanburg hier in Anspruch.
Einmal, wo ist da der Minenwerfer, der da jetzt schießt? Ah, der schießt nach da. Okay, 1, 2. Da ist die Mauer auf. 3 Stück nochmal hinterher. Den King hinterhergesetzt und... Ah, da sind wir in der Base. Sauber. Da sind wir schon mal in der Base drin. Die Schweineheiler, wieso komme ich immer auf Schweineheiler? Die setze ich einfach mal im Backend, dass die einmal so ein bisschen durch den Wut hier jetzt durch die Base fegen. Da gehen wir nochmal in Heilung. Was macht die Queen? Die Queen macht wieder genau das, was ich will. Alter, das ist echt eine Wonder Queen hier. Die macht nämlich das Dunkle für mich. Das ist super. Dann kann ich hier schon mal meinen Rest clean absetzen. Das ist auch wieder gut gelaufen. Ja, wunderbar. Ich meine, ich bin ja ein Rathaus 9, aber ich habe auch erst 200 Truppen und habe eine Queen dabei. Ja, okay. Ich habe eine Queen dabei, trotzdem brauchen wir diese Base hier. Und ich glaube, die nehmen wir auch zu Null mit, denn der Golem hier, der tankt für uns richtig, richtig gut. Hier der Golem und die Riesen auch, die waren jetzt auch gar nicht so hoch. Ihr wisst, ich bin vor allen Dingen, was das Farm angeht und meine Clanburg hier angeht, immer absolut unanspruchsvoll, außer ich möchte was üben. Also dann nehme ich immer das, was geht und getreu dem Motto, Hauptsache was drin. Ja, Hauptsache was drin, ich kann irgendwas nehmen und dann nehme ich das auch. Also da bin ich wirklich ganz, ganz piano dabei. Da braucht auch keiner sagen, oh Toto, ich habe nur Bogies. Alles all in hier. Es sei denn, ich möchte ein bisschen üben, dann gebe ich mir die Truppen entweder selber oder aber ich schreibe es halt bei, möchte irgendwas üben. Den haben wir nicht. Time fail. 99%, aber ich denke mal, super gemacht. Ich bin jetzt auch von den Lagern her richtig, richtig voll. Und wir haben nochmal einen Bonus bekommen und haben einmal die Challenge gemacht. Ja, ich bin im Moment am Pumpen ohne Ende. Dann nehmen wir die ruhig nochmal. Da nicht. Da nehmen wir sie nochmal. Und ich glaube, die Clanburg, habe ich ja eben angesprochen, ist eins der Teile. Das Ding muss einfach hoch. Also nehmen wir in jedem Fall die Clanburg hoch. Und da ich dann gleich schon wieder fordern kann, machen wir die fertig. Wir machen die einfach mal fertig. Dann habe ich die 30 Truppen schon mal. Das finde ich richtig, richtig schick. Und einen Bauarbeiter können wir aber schon mal auf ein Lager schicken. Die laufen nur 3 Tage, 12 Stunden. Da lohnt sich kein Hammer. Den nehmen wir hier rein. Wir nehmen noch ein Lager hier rein. Einmal 2,5. Jawohl. Das hauen wir in den Sack rein. Wir schauen mal hier rein, was wir hier haben. Ah, Treasury, da geht reichlich. Also ich würde wirklich als allererstes, weil ich weiß, dass ich die nächsten Tage in dieses Dorf hier nicht mal reinschaue, die Lager hier hochballern. Und jetzt fehlt mir allerdings schon ein bisschen Elex. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Was können wir denn? Ah, ich muss ja noch ein paar Sachen aus dem Shop hauen. Also lasse ich mir das Gold erstmal. Das Elex holen wir jetzt noch nach fürs vierte Lager. Und 3 Tage, 12 Stunden, ich glaube, da brauche ich keinen Hammer, da brauche ich nichts vorgeben hier oder sonst was. Also, nächster Angriff mit dem frischen Rathaus 9. Und ihr hört das, ich bin auch ziemlich angeschlagen von der Stimme her, denn im Moment habe ich unheimlich viele Präsentationen zu halten und rede da sowieso schon den ganzen Tag unheimlich viel. Und dann setze ich mich hier abends auch noch hin und habe dann auch noch so ein bisschen was im Hals, also tiefe Stimme habe ich ja sowieso, aber wenn die dann noch ein bisschen heiser ist, dann klingt das nochmal so, aber ich glaube, dass es freut mich heute Abend, dass ich den Rathaus 9 hier spielen kann. Ich glaube, das ist unser nächster Gegner hier, denn wir brauchen noch 2,250 an Elex für unser viertes Elex-Lager, für unser viertes Armeelager. Und der wird die, glaube ich, für uns haben. Ja, das passt so. Aber 2000 Dunkles und ich bin ja nach wie vor eigentlich, ich bin ja immer noch ein Rathaus 8, der jetzt eine Queen hat. Okay, also ein Rathaus 9er ohne Vorteile, aber ich habe schon ein 30er Clanbuch dabei. Das ist natürlich sehr, sehr schick. Und jetzt muss ich nur überlegen, gute Base hier, gute Base. King ist cool platziert, die Clanburg ist gut platziert, also ich weiß nicht genau, über welche Ecke ich hier jetzt eigentlich reinkomme, aber wir nehmen mal die Ecke hier und der geht nach da drauf, dann kann ich hier einmal 2 Morbrecher setzen, ich glaube, das reicht an der Stelle, dass die hier jetzt reinrennen, einmal die Bauhütten hier nicht vergessen, ah, hier nehmen wir mal einen Bogie und, ein paar Loons, okay, ein paar Loons, das ist das gefundene Fressen für unsere Queen, habe ich jetzt mal so gesagt, aber
Der Golem geht da nicht drauf. Okay, der Golem geht nicht drauf. Jetzt habe ich natürlich noch keinen Sprungzauber. Den muss ich mir erstmal freischalten lassen. Also auch da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Aber jetzt haben wir hier schon mal einen King, der rumgeht. Oder geht er rein? Ah, nee, der King geht rein. Der King geht rein und meine drei Packies hier machen sich auch auf den Weg. Was habe ich hier noch drin? Noch ein Päcker und Riesen. Wow, super. Zwei Heilzauber. Ich denke mal, das kann in dieser Base in jedem Fall super abgehen. Den Gift habe ich jetzt eben schon verbraten. Jetzt gucke ich aber mal, wo ich hier die hier am sinnvollsten setze. Ich glaube, den setzen wir mal da und hier. Denn wir haben hier überhaupt keinen Luftbeschuss mehr auf der Ecke hier. Wir müssen nur rechtzeitig da hinten den Bogenschützenturm wegmachen. Jetzt nehme ich den King hier einmal in Wut, beziehungsweise in seine Fähigkeit. Denn dann habe ich nochmal 10 Truppen mehr. Okay, die 10 Truppen sind jetzt alle draufgegangen, glaube ich. Ah, das ist eine enge Kiste da. Einmal hier gesetzt. Also wie gesagt, ich bin Rathaus 9, aber ich habe noch Rathaus 8 Truppen. Ich habe jetzt eine 30er Clanburg. Da kann man sowas natürlich mal machen. Und ich glaube, da seid ihr mir, wie heißt es immer, d'accord. Also ihr stimmt mir dazu. Da kenne ich auch keine Freunde. Auch wenn ich dann, oh mein, meine 1er Queen da. Alter, die ist gut durchgegangen. Prima gemacht, Princess. Ist nicht so schlimm, dass du jetzt ein paar Sterne über dem Kopf hast. Ich nehme dich gleich wieder mit. Also, schönes Ding hier. Und deswegen, wo war ich stehen geblieben? Ihr seid sicherlich der gleichen Meinung, dass auch wenn ich hier jetzt zwar ein Rathaus 9er bin und jetzt die 8er hier abnatze, das ist halt so, denn ich bin eigentlich ja auch noch ein 8er. Okay, außer dass ich jetzt hier so eine kleine weibliche Note in der Base habe, ist das, glaube ich, ganz cool. Und es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich das Ding hier heute machen konnte. Sonst hätte ich den Chefkoch wirklich vergessen, die Clanspiele vergessen. Und und morgens kann ich es halt nicht abdrehen. Ich muss das wirklich ultra spät machen. Ich kann euch kurz mal zeigen, ich ziehe mal die Leiste runter, ob man das sieht. Ja, ihr seht das, es ist 22 Uhr, es ist echt ultra spät. Das Ding muss ich jetzt auch noch schneiden. Also für euch, ihr seht die Folge ja auf einen Mittwoch. Sie ist jetzt auch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das stört euch mal wieder nicht, dass wir hier heute aus diesem Dorf berichtet haben. Habe ich eigentlich noch Zeit? Ich glaube eine Stunde, 33 Minuten, das packe ich in jedem Fall. Ich haue jetzt erstmal die anderen Sachen noch raus. Und wir haben aber die 2250, haben wir die wirklich? Ja, ah nein. Wir haben sie noch nicht, okay. Aber 20.000, die kriege ich jetzt im nächsten Angriff. Dann kriegen wir sie ganz, ganz sicher und wir kriegen das Lager hier hoch. Also die 4 Armeelager, denke ich mal, sind, wie gesagt, so ein bisschen Must-Have, denn das hilft unheimlich, hier die 20 Truppen mehr zu haben. Clanburg hoch, Labor muss jetzt hoch und dann geht das hier ab. Das dunkle Labor oder die dunkle Zauberschüssel muss auch hoch. Diese hier geht auch einen hoch, also es gibt hier reichlich, aber alles mit Elex. Ja, ich habe zu tun, ihr werdet sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Tuto vom Rathaus 9/1er Queen. Clashed.